Ich habe das Gefühl, dem Löwen schenke ich zu wenig Aufmerksamkeit auf meinem Kanal. Und weil das so ist, will ich das heute mal wieder ändern. Deswegen gibt es ein Replay von Noobdown in seinem Löwen. Achter ist er hier, Top-Tier. Karte ist Winterberg. Oder wie man auf Englisch sagen würde, Winterberg. Und, ach ja, schaut, so ist doch einfach wunderschön. Dieser Panzer, diese anderen Panzer, diese Szenerie. Schönes Ding. Da kann man sich doch drauf freuen, auf das, was da jetzt noch so kommt. Nun aber wieder in die virtuelle Spielansicht. Nur sonst denkt noch jeder, keine Ahnung, was auch denken mag. Aus der Fahrt den Typ 59 mal direkt einen mitgegeben. Ja, so schnell kann es gehen. Einen hat er sich direkt also mal fangen müssen. So, schade, dass ihn der ES6 jetzt so vor den Kahn gefahren ist. Sonst hätte er da nämlich den nächsten Hit gleich rausgeben können auf den T34. Aber jetzt kriegt er wenigstens einen auf den ES6 raus. Na, vielleicht kommt er nochmal raus. Und nochmal einen. Sehr schön. Aber der ES6 hier vorne von seinem Team hat sich nicht so clever angestellt. Ah, fast unmöglicher Schuss. Sehr schön. Also der gegnerische ES6 ist sehr lernresistent. Links von dir. Kriegst du den A3? Kriegt er den nicht rein? Ne, achso, habe ich jetzt falsch gesehen. Ich hatte den A43 irgendwie weiter schon herausstehend wahrgenommen. So, jetzt kommt dann Cromwell an. Der denkt sich auch. Oh ne, der kommt auf der anderen Seite. Das wäre es ja gewesen. So schön rausfahren, zack, Ketten und weg damit. Ne, aber der Suppen-Pershing, der probiert es jetzt nochmal. Der wird jetzt aggressiver. Na? Ah, das war nur die Kette. Die ist nicht allzu schlimm, wenn sie mal weg ist. Gerade an dieser Stelle passiert nicht viel. Ah, da wollte er oben drauf schießen, aber hat nicht geklappt. 1:4 steht schon für den Gegner. So, und jetzt fährt er ein bisschen näher ran. Aber er will auch nicht zu weit rausfahren. So. Super Pershing hier. Oh, da hat er oben drauf geschossen mit dem manuellen Aimen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dass auf den Super Pershing, dass da keiner drauf schießt, finde ich wunderlich, weil er hat ja doch was in seinem Rücken. Oh, was macht denn die Su jetzt? Ja. Da fährt die Su mal freiwillig in den Tod. Und er hat jetzt alle Zeit der Welt, um den da rauszunehmen. Merkwürdige Aktion von der Su. Jetzt muss er aufpassen. Hinter ihnen brechen sie nämlich langsam durch. KV-2 ist der einzige Verteidiger da noch. Wenn ich sowas wie gerade im Chat lese mit Nice Hack Idiots, da würde ich einfach jedem gern seinen Kopf auf die Tastatur schlagen und erklären, dass es keine Hacks bzw. nur kleine Eingriffe gibt. Sowas, was weiß ich, wie in die, welche Zielrichtung oder sonstiges, aber die Leute denken ja immer, Gott weiß, was es hier alles bei World of Tanks gibt. Naja, T34 nimmt auf jeden Fall raus. So. Und da kommt der nächste T34 mit wenig KP. Yep. Der war einfach. Der war ja fast geschenkt. So. Knapp 3000 Schaden hat er schon gemacht. Dann sagt er den KV-2, dass er noch mitkommen soll. Da drüben brechen sie durch. KV-2 bewegt sich noch keinen Meter weg. So, da steht auch noch der ES6 dahinter ihm. Jetzt versteckt er sich ja so, dass der ES6 nicht auf ihn schießen kann.
HV2 nimmt die andere Route, beziehungsweise eigentlich macht er gar nichts. Ah, doch! Haha! Ich sag's noch, dass er nichts macht und dann zack, nimmt er den ES6 raus. Sehr gut, KV2. So, jetzt noch Challenger VK 30.02 und 28.01. Ja, tschüss. Ah, schade. So, dann nimmt ihn der 150er raus. Der 150er wird wiederum gleichzeitig vom Challenger ausgenommen. 4 Kills hat er, 2 bräuchte er noch für den Krieger. Aber 4000 Schaden hat er schon auf der Uhr. Bisher sehr, sehr gut gespielt. Tolle Schüsse dabei gewesen. Und wichtig ist ja am Ende auch, dass da Credits rumkommen. 2 gegen 2. Also von dem her, es muss noch nicht entschieden sein, nur weil sie hier mit einem 8er und einem 6er gegen einen 7er und einen 6er fahren. Das heißt noch eigentlich nicht lange nichts. Aber er kann jetzt hier ordentlich den Cap attackieren und sich hier wirklich auch noch vernünftig hinstellen und kann jetzt da die anderen beiden nämlich kommen lassen. Diese Methode bevorzuge ich übrigens immer, also ich lasse lieber den Gegner kommen, als da jetzt doof über die Karte rumzufahren und gerade mit so einem schweren Panzer, der eh jetzt nicht der schnellste ist. Also von dem her 1085 Hitpoints, einen schweren Panzer am Start. Stellt euch in den Cap, wartet bis der Gegner kommt oder holt euch einfach den Cap-Sieg. Total egal. So, jetzt kommt da der erste rum. Wow, da verschießt er. Der Challenger hinter ihm. Der VK jetzt. Jetzt geht's nochmal rund. Auto-Aim. Ja, der Vater, Gott sei Dank, hier ins Haus. So, und jetzt aber der Challenger. Hohe DPM. Noch 2 Hits und der wäre Geschichte. Der klappt. Gekettet ist er. Jetzt, oh, jetzt kommt er rum. Jetzt hat sich der Challenger mehr aufs Fahren irgendwie bezogen. Oder er hat seinen Nee, eigentlich mehr gefahren, als dass er gerade geschossen hätte. Hätte der Challenger jetzt nicht diesen Spurt nach vorne angetreten, sondern weiter auf ihn geschossen, wäre der Löwe down und er hätte den Kill nicht bekommen. So war es aber eine tolle Runde. Er hat am Schluss ordentlich nochmal einstecken müssen, hat er 5246 Schaden gemacht, 1710 abgewehrt und... Wenn es ein Premium-Account gewesen wäre, was es nicht war, hätte er 121.000 Credits rausbekommen, weil es waren 151.000 in der Runde. So waren es in Anführungszeichen nur 100.000 erhalten mit 70.000 netto. Trotzdem, sehr schön. Ich hoffe, der deutsche Stahl hat euch mal wieder gut gefallen. Ich weiß, ihr steht da drauf und ich ebenso. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.